In einem geheimnisvollen Winkel der französischen Alpen, im malerischen Ort La Salette, ereignete sich ein außergewöhnliches Ereignis, das nicht nur die lokale Gemeinschaft erschütterte, sondern auch weltweit Aufmerksamkeit erregte. Wir sprechen von den ungewöhnlichen Erscheinungen, die im Jahr 1846 stattfanden, als die Mutter Gottes zwei Kindern, Melanie Calvart und Maximin Giraud, erschien. Diese Überlieferungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte des Christentums, indem sie Mystik, religiöse Lehre und einen Appell an die Gläubigen zur Umkehr miteinander verbinden. Die Mutter Gottes, auch als Maria von La Salette bekannt, übermittelte den Kindern damals eine wichtige Botschaft, die zur Buße, zum Gebet und zu einem tieferen Glauben aufrief. Ihre Worte enthielten eine Warnung vor herannahendem Unheil und einen Appell zur Umkehr der Sünder. Diese Erscheinungen wurden zu einem bedeutenden Bezugspunkt für viele Katholiken, die dazu inspiriert wurden, über den Zustand der menschlichen Seele nachzudenken und die Notwendigkeit des Heils zu erkennen. In dem heutigen Film werden wir die mysteriösen Ereignisse von La Salette näher beleuchten und dabei sowohl den historischen Kontext als auch die spirituelle Tiefe der Botschaft der Mutter Gottes in Betracht ziehen. Die Botschaft, die von der Mutter Gottes an die Kinder von La Salette übermittelt wurde, gliederte sich in zwei grundlegende Teile. Der erste Teil, bekannt als das Geheimnis, sollte der Öffentlichkeit bis zum Jahr 1858 verborgen bleiben. Der zweite Teil, der allgemeine Ermahnungen, Gebetsanregungen und die Aufforderung zur Sittenreparatur umfasste, wurde sofort von Melanie Calvart und Maximin Giraud verbreitet und wurde bereits einige Wochen nach der Erscheinung allgemein bekannt. Nach 5 Jahren sorgfältiger Untersuchung verkündete Bischof de Broglie am 16. November 1851 mit Zustimmung Roms offiziell ein Dokument, das die Erscheinung von La Salette als wahr anerkannte. Diese Bestätigung war von besonderer Bedeutung und trug dazu bei, die Authentizität der Botschaft der Kinder anzuerkennen. Das von Melanie und Maximin verfasste Geheimnis wurde versiegelt und im selben Jahr an Pius IX gesandt. Gemäß dem Wunsch der Mutter Gottes, die die Offenlegung dieses Geheimnisses nach einer bestimmten Zeit ausdrückte, wurde das Dokument erstmals 1873 veröffentlicht. Diese Veröffentlichung erhielt das Imprimatur des Bischofs von Neapel und später des Bischofs von Lens, mit der persönlichen Zustimmung des Papstes. Das Geheimnis von La Salette war äußerst geheimnisvoll und erhaben und wurde zu einem der Hauptelemente, die die Gläubigen auf diese spezielle Erscheinung aufmerksam machten. Die Veröffentlichung dieser Botschaft öffnete Türen für tiefere Reflexionen über die spirituelle Dimension der Botschaft der Mutter Gottes und stellte gleichzeitig eine Herausforderung für die Gläubigen dar, sich mit dem Geheimnis in diesen Worten auseinanderzusetzen und es zu verstehen. Leider hat das Interesse an der Botschaft von La Salette im 20. Jahrhundert erheblich nachgelassen, und der Mangel an neuen Ausgaben hat dazu geführt, dass sie heute besonders unter der jüngeren Generation fast unbekannt ist. Dennoch haben wir uns entschlossen, den Inhalt des Geheimnisses zu veröffentlichen, um die Aufmerksamkeit und das Interesse an diesem außergewöhnlichen Teil der Botschaft der Mutter Gottes von La Salette wiederherzustellen. Das ist die Botschaft der Gottesmutter. Die Priester, Diener meines Sohnes, die Priester, durch ihr schlechtes Leben, durch Mangel an Respekt und Frömmigkeit bei der Feier der heiligen Geheimnisse, durch die Liebe zum Geld, durch die Vorliebe für Ehren und Vergnügen, die Priester sind zu Gefäßen der Unreinheit geworden. Ja, der priesterliche Stand ruft nach Rache, und Rache lastet über ihren Köpfen. Wehe den Priestern und den gottgeweihten Personen, die durch ihre Untreue und ihr schlechtes Leben meinen Sohn zum zweiten Mal kreuzigen. Die Sünden der gottgeweihten Personen rufen nach Rache zum Himmel, und jetzt steht die Rache bereits an ihren Türen. Es gibt niemanden mehr,
der um Barmherzigkeit und Vergebung für die Menschen bittet. Es gibt keine großzügigen Seelen mehr. Es gibt niemanden mehr, der würdig ist, im Namen der Welt ein makelloses Opfer dem Ewigen darzubringen. Gott wird in ungewöhnlicher Weise zuschlagen. Wehe den Bewohnern der Erde! Gott wird seinen Zorn ausgießen, und niemand wird in der Lage sein, so vielen Unglücken gleichzeitig zu entkommen. Schlechte Bücher werden sich auf der Erde verbreiten, und die Geister der Dunkelheit werden überall Aufruhr in Angelegenheiten des Dienstes Gottes verbreiten. Sie werden große Macht über die Natur haben und auch Kirchen werden diesen Geistern dienen. Die Menschen werden von Ort zu Ort von diesen bösen Geistern bewegt werden, sogar die Priester, denn sie werden nicht im Geiste des Evangeliums leben, der ein Geist der Demut, des Erbarmens und der Eifer für die Herrlichkeit Gottes ist. Wehe den Fürsten der Kirche, die sich ausschließlich darum kümmern werden, Reichtum zu Reichtum hinzuzufügen, die Macht zu sichern und ihren Hochmut zur Schau zu stellen. Der Vikar meines Sohnes wird viel leiden müssen, denn für eine Weile wird die Kirche großen Verfolgungen ausgesetzt sein, es wird eine Zeit der Dunkelheit sein, die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen. Jeder Mensch wird versuchen, sich selbst zu führen und sich über andere, die ihm gleich sind, zu erheben, indem er den heiligen Glauben vergisst. Die weltlichen und kirchlichen Autoritäten werden gestürzt, jede Ordnung und Gerechtigkeit wird zertreten. Es wird nur noch Morde, Hass, Neid, Lügen und Unordnung geben, ohne Liebe zur Heimat und zur Familie. Die Gottesmutter warnt davor, dass die Priester durch ihr schlechtes Leben, den Mangel an Frömmigkeit und die Liebe zum Geld zu Gefäßen der Unreinheit geworden sind. Sie sagt eine Krise in der Kirche voraus, in der die Untreue der Priester zu Verfolgungen führen wird. Sie beobachtet moralischen Verfall, Hass und soziales Chaos sowie die Ausbreitung böser Geister. Sie ruft zum Umdenken, Gebet und demütigem Dienst für Gott auf, mit Demut, Barmherzigkeit und Eifer. Die Gottesmutter erinnert an die Notwendigkeit von Barmherzigkeit und Buße vor dem kommenden Zorn Gottes. Im weiteren Verlauf der Botschaft der Gottesmutter lesen wir, mit dem ersten blendenden Schlag des göttlichen Schwertes von oben wird die gesamte Natur vor Schrecken erzittern, denn die Verbrechen und die Unordnung der Menschen werden das Gewölbe des Himmels durchbrechen. Viele große Städte werden durch Erdbeben zerstört und verschlungen werden, und für alle wird es so aussehen, als sei dies das Ende, es werden nur noch Morde, Schlachten und lästerliche Herzen zu sehen sein. Die Gerechten werden sehr leiden, ihre Busse und ihre Tränen werden zum Himmel aufsteigen. Das ganze Volk Gottes wird um Vergebung und Barmherzigkeit bitten, wird um meine Hilfe und Fürsprache flehen. Durch einen einzigen Angriff der Verfolger der Kirche Jesu Christi und aller Menschen, die der Sünde verfallen sind, werden umkommen, und die Erde wird zur Wüste werden. Dieser Abschnitt ruft zu tiefem Nachdenken über das mögliche Szenario der Apokalypse auf, das in der Botschaft der Gottesmutter beschrieben wird. Er beschreibt den ersten Schlag des göttlichen Schwertes, der Chaos, die Zerstörung von Städten und allgemeines Chaos auf der Erde bringen wird. Es ist erwähnenswert, dass die Gottesmutter nicht nur physische Zerstörungen beschreibt, sondern auch den moralischen Niedergang der Menschheit, indem sie Besorgnis über Verbrechen, Kriege, blasphemisches Verhalten und Herzen, die der Sünde verfallen sind, zum Ausdruck bringt. In einem weiteren Abschnitt der Botschaft der Gottesmutter lesen wir, der Vorläufer des Antichristen mit seiner Armee aus vielen Nationen wird Krieg gegen den wahren Christus, den einzigen Retter der Welt, führen. Er wird viel Blut vergießen und den Kult Gottes vernichten wollen, um selbst als Gott anerkannt zu werden. Verschiedene Plagen werden über die Erde kommen, abgesehen von Seuchen und Hunger, die sich ausbreiten werden. Es wird Kriege bis zum letzten Krieg geben, der von den 10 Königen des Antichristen geführt wird,
Könige, die ein gemeinsames Zeichen haben werden und die alleinigen Herrscher über die Welt sein werden. Bevor dies geschieht, wird eine Art falscher Frieden auf der Welt herrschen. Die Menschen werden nur an Unterhaltung denken, die Bösen werden sich aller Arten von Sünden hingeben, aber die Kinder der Heiligen Kirche, die Kinder des wahren Glaubens, meine wahren Nachfolger, sie werden in der Liebe Gottes und in den mir liebsten Tugenden wachsen. Glückselige demütige Seelen, geführt vom Heiligen Geist. Ich werde mit ihnen kämpfen, bis sie die volle Reife erreichen. Dieser Abschnitt zeigt das Bild des eschatologischen Zusammenstoßes zwischen dem Antichristen und dem wahren Christus, was ein charakteristisches Motiv in eschatologischen Prophezeiungen ist. Er beschreibt dramatische Ereignisse wie Kriege, Plagen und den Versuch des Antichristen, den Kult Gottes zu ersetzen. Im Kontext dieser Botschaft zeichnet die Gottesmutter ein Bild des moralischen Verfalls der Gesellschaft, in der die Menschen sich in Vergnügen und Sünden verlieren, und der falsche Frieden wird zur Illusion. Es ist erwähnenswert, dass die Gottesmutter die Beständigkeit im Glauben und in den Tugenden betont, besonders unter den Kindern der Heiligen Kirche. Der Schlussfolgerung aus diesem Abschnitt lässt Raum für Überlegungen zu zeitgenössischen moralischen Herausforderungen, der Notwendigkeit der Verteidigung des Glaubens und der Entwicklung geistlicher Tugenden angesichts möglicher Schwierigkeiten. Die Gottesmutter spricht weiter: Die Natur schreit nach Rache wegen der Menschen, sie zittert vor Entsetzen und wartet darauf, was mit der von Verbrechen befleckten Erde geschehen muss. Zittere, Erde, und ihr, die ihr euch als Diener Jesu Christi bekennt, während ihr in der Tiefe eurer Seele euch selbst verehrt. Zittert, denn Gott wird euch seinen Feinden ausliefern, denn die heiligen Stätten sind zu Orten der Verderbnis geworden, viele Klöster sind nicht mehr Gottes Häuser, sondern Weideplätze für Asmodeus und sein Eigentum. Die Jahreszeiten werden sich ändern. Und die Erde wird nur noch böse Früchte hervorbringen. Die Bewegung der Himmelskörper wird ihre Regelmäßigkeit verlieren, der Mond wird nur noch schwaches rotes Licht reflektieren. Wasser und Feuer werden Konvulsionen auf der ganzen Erde verursachen und Berge sowie Städte verschlingen. Rom wird den Glauben verlieren und zur Residenz des Antichristen werden. Dämonen zusammen mit dem Antichrist werden große Wunder auf Erden und im Himmel wirken, und die Menschen werden immer korrupter werden. Gott wird sich um seine treuen Diener und die Menschen guten Willens kümmern, das Evangelium wird überall verkündet, und alle Völker werden die Wahrheit kennen. Die Beschreibung der Worte der Gottesmutter deutet auf tiefe Besorgnis über den fortschreitenden moralischen Verfall der Menschheit und die begangenen Sünden auf der Erde hin. Die Botschaft ist apokalyptisch und zeigt ein Bild einer Welt, die aufgrund von Sünden und Abkehr von christlichen Werten der Katastrophe entgegengeht. Dennoch enthält die Botschaft auch Elemente der Hoffnung, indem sie darauf hinweist, dass Gott weiterhin für seine treuen Diener und die Menschen guten Willens sorgen wird und das Evangelium überall verkündet wird. Insgesamt zeigt dies den Kontrast zwischen der sich nähernden Katastrophe und dem Versprechen des Heils für diejenigen, die den christlichen Werten treu bleiben. Wehe den Bewohnern der Erde! Es wird blutige Kriege, Hunger, Plagen und Epidemien geben, erschreckende Regen von Tieren, Blitze, die Städte zerstören werden, Erdbeben, die ganze Länder verschlingen werden. Stimmen werden in der Luft zu hören sein, Menschen werden ihre Köpfe gegen die Wände schlagen, den Tod anrufen, und der Tod wird ihr Leiden beenden, Blut wird von allen Seiten fließen. Wer könnte standhalten, wenn Gott nicht die Zeit der Prüfung verkürzen würde? Die Tränen, das Blut und die Gebete der Gerechten werden Gott rühren. Feuer wird vom Himmel fallen, die ganze Welt wird in Angst versinken, und viele werden sich täuschen lassen, weil sie nicht den wahren Christus verehrt haben, der ewig lebt. Das ist die Zeit, die Sonne wird sich verdunkeln, nur der Glaube wird überdauern. Die Zeit rückt näher, der Abgrund ist offen.
Dort ist der König der Könige der Dunkelheit. Dort ist das Tier, das sich als Retter der Welt bezeichnet, mit seinen Anhängern. In seinem Hochmut wird es den Himmel erreichen, aber der heilige Erzengel Michael wird es mit dem Hauch seines Mundes ersticken. Es wird fallen, und die Erde, die 3 Tage lang in ständiger Veränderung sein wird, wird ihr heißes Inneres öffnen. Das Tier wird für immer fallen, und zusammen mit seinen Anhängern wird es sich in die ewige Tiefe der Hölle stürzen. Dann werden Wasser und Feuer die Erde reinigen, die Werke menschlichen Stolzes verschlingen, und alles wird erneuert werden. Angesichts der übermittelten Prophezeiungen können wir als Christen darin Hinweise zu unseren Aufgaben und Verantwortlichkeiten finden. Hier sind einige Vorschläge dazu, wie wir auf diese Warnungen der Mutter Gottes reagieren können. Erstens, Buße. Die Prophezeiungen weisen auf moralische und geistige Verderbtheit hin, die in der Welt vorhanden ist. Als Christen sollten wir unser eigenes Verhalten, Gebetspraktiken und Beziehung zu Gott aufrichtig bewerten. Die Einführung von Buße und Umkehr kann entscheidend sein, um unsere Herzen zu verändern und uns den Lehren Gottes zu nähern. Zweitens, Gebet um Barmherzigkeit und Schutz. Die Mutter Gottes weist auf Gefahren durch Naturkatastrophen und dämonisches Handeln hin. In unseren Gebeten können wir um Gottes Barmherzigkeit für die Menschheit, Schutz vor dem Bösen und Hilfe für diejenigen bitten, die am meisten unter Leiden stehen. Drittens, Taten der Liebe und sozialen Gerechtigkeit. Angesichts der Verderbtheit der modernen Welt sollten wir uns als Christen für Taten der Liebe, sozialer Gerechtigkeit und Hilfe für Bedürftige engagieren. Unsere Mitmenschen sind wichtig, und unsere Liebe und Solidarität können dazu beitragen, die verderbte Welt zu heilen. Viertens, Bildung und Verkündigung des Evangeliums. Die Prophezeiung betont, dass das Evangelium überall verkündet wird. Als Christen haben wir die Aufgabe, die Lehren Jesu Christi zu verbreiten, die Liebe, Demut und Erlösung zu fördern. Die christliche Bildung kann ein entscheidendes Werkzeug sein, um menschliche Herzen und Köpfe zu formen. Fünftens, Gemeinschaft und Verteidigung von Werten. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist wichtig angesichts von Schwierigkeiten. Gemeinsam können wir unseren Glauben stärken, uns gegenseitig in der Umkehr unterstützen und in christlichen Werten festhalten. Gleichzeitig sollten wir als Christen diese Werte in der Gesellschaft verteidigen und eine Stimme für Gerechtigkeit und Wahrheit sein. Sechstens, Warnung vor falschen Lehren. Die Prophezeiung spricht von Orten, die als heilig gelten, aber zu Weiden des Bösen geworden sind. Als Christen müssen wir wachsam gegenüber falschen Lehren und Praktiken sein, die den wahren Glauben verzerren können. Das Studium der Heiligen Schrift und das Festhalten an den Lehren der Kirche sind entscheidend, um unseren Glauben rein zu bewahren. Angesichts dieser apokalyptischen Prophezeiungen werden die Christen zum tiefen Glauben, zur Buße, zur Nächstenliebe und zur Verteidigung christlicher Werte aufgerufen. Trotz beunruhigender Zukunftsvisionen trägt die Prophezeiung auch die Hoffnung auf Gottes Schutz und die Möglichkeit der Umkehr in sich. In diesen schwierigen Zeiten sind unser Glaube und Handeln entscheidend für die Rettung, sowohl unsere eigene als auch die der Menschen um uns.